Willkommen zu einer neuen Folge Football-Regelkunde von der American Football Schiedsrichtervereinigung Bayern. Heute wollen wir euch den Unterschied zwischen Touchback und Safety zeigen. Und der ist minimaler als viele denken. Gehen wir dazu erst einmal auf die theoretischen Grundlagen ein. Dazu müssen wir uns erst mit Verantwortung und Antrieb beschäftigen. Bei Safeties und Touchbacks befindet sich am Ende der Ball in einer Endzone. Die wichtige Frage ist jedoch, wer ist dafür verantwortlich, dass der Ball in der jeweiligen Endzone ist? Verantwortung bekommt immer das Team, welches dem Ball einen Antrieb verleiht und damit in die Endzone bringt. Dem Ball wird ein Antrieb durch einen Kick, Rückwärtspass oder Vorwärtspass, Snap oder Fumble verliehen. Eine Berührung ändert nichts an diesem Antrieb und an dem Status des Balles. Sollte also ein Spieler einen Kick berühren und der Ball geht in die Endzone, ändert das nichts an dem ursprünglichen Antrieb und der Ball bleibt auch ein Kick. Der wird also nicht plötzlich durch eine Berührung zu einem Pass, Snap oder Fumble. Dennoch ist es möglich, dass ein Ball einen neuen Antrieb erhält. Das passiert, wenn der Ball zur Ruhe kommt. Wenn dann ein Spieler das Lederei berührt, erhält der Ball dadurch einen neuen Antrieb. Außerdem wird dem Ball ein neuer Antrieb verliehen, wenn ein freier Ball nach Bodenberührung gekickt oder geschlagen wird. Nach der Grundlage zu Verantwortung und Antrieb schauen wir uns doch mal beides genauer an. Beginnen wir mit dem Touchback. Der Ball befindet sich nun in einer Endzone. Und zwar in der Endzone des Teams, welches diese verteidigt. Der Ball wird dort dead, außer durch einen unvollständigen Vorwärtspass. Das bedeutet, ein Fumble rollt zum Beispiel durch die Endzone ins Aus. Ein Spieler, der diese Endzone verteidigt, ist in Ballbesitz und geht selber mit dem Ball ins Aus, wird zu Boden gebracht, geht selber zu Boden. Der Ball wird damit dead in dieser Endzone. Und jetzt geht es darum, wer ist dafür verantwortlich, dass der Ball in dieser Endzone ist. Und wenn es das Team ist, welches diese Endzone angreift, ist das ein Touchback. Ergebnis des Touchbacks ist Ballbesitz für das Team, welches diese Endzone verteidigt und sie bekommen den Ball an der eigenen 20-Meter-Linie bzw. an der eigenen 25, sollte es sich um einen Free-Kick handeln. Nun ein paar Videobeispiele, um dieses Regelkauderwelsch etwas zu verdeutlichen. Das Kicking-Team gibt durch den Kick dem Ball einen Antrieb, sodass dieser in der gegnerischen Endzone zu Boden kommt. Da das Kicking-Team verantwortlich ist, dass der Ball in dieser Endzone ist, der Ball wird durch die Bodenberührung in der Endzone tot, weil ihn vorher kein Spieler des Receiving-Teams berührt hat und dadurch ist das ein Touchback. Gleiche Situation hier, es ist nur hier ein Punt. Der Ball rollt jetzt bis in die Endzone, bevor das Kicking-Team ihn sichern kann. Da ist er schon auf der Goal-Line. Das Kicking-Team ist auch hier verantwortlich dafür, dass der Ball in dieser Endzone ist, der Antrieb kam durch den Punt und damit ist das auch hier ein Touchback. Im dritten Beispiel wirft die Offense einen Pass in die Endzone. Dieser wird von der Defense abgefangen. Die Offense ist also verantwortlich, dass der Ball durch den Antrieb des Passes in der gegnerischen Endzone ist. Der Spieler, der diese Endzone verteidigt, ist dann im Ballbesitz, der Ball wird dort tot. Jetzt ist der Spielzug vorbei, dadurch ist das auch ein Touchback. Das gleiche wäre es, wenn jetzt ein Spieler der Offense mit dem Ball auf die Endzone zuläuft, vorher den Ball durch ein Fumble verliert, dadurch bekommt der Ball den Antrieb, der Ball rollt in die Endzone und wird dann von einem Verteidiger gesichert, das ist auch ein Touchback. Es wäre genauso ein Touchback, das ist etwas seltener, wenn der Spieler der Offense auf die Endzone zuläuft, vor der Endzone den Ball durch einen Fumble verliert und dieser rollt jetzt durch die Endzone ins Aus. Damit ist er in der Endzone dead, der Ball. Das Offense-Team ist verantwortlich, dass der Ball in der Endzone ist und damit ist es nach der Regel ein Touchback. Das gleiche würde auch in dem Beispiel gelten, wenn dieser Fumble den Pylon, den Orangenen, berührt. Dadurch ist er nach der Regel in der Endzone im Aus. Und damit wäre das auch ein Touchback.
Kommen wir nun zum Safety. Auch hier ist der Ball wieder in einer Endzone, und zwar in der Endzone des Teams, welches diese verteidigt. Der Ball wird dort dead, außer durch einen unvollständigen Vorwärtspass, also Ball, der Fumble zum Beispiel rollt ins Aus, oder der Spieler im Ballbesitz wird zu Boden gebracht, geht selber zu Boden, geht ins Aus. Und jetzt der wichtige Teil. Verantwortlich dafür, dass der Ball in dieser Endzone ist, ist das Team, welches diese Endzone verteidigt. Beim Touchback ist es das Team, welches diese Endzone angreift. Beim Safety das Team, welches diese verteidigt. Sollte es zu einem Safety kommen, gibt es 2 Punkte für den Gegner. Bei einem Extrapunktversuch ist es nur 1 Punkt. Natürlich haben wir auch für den Safety Videobeispiele. Fangen wir an mit einem klassischen Safety. Die Offense bringt jetzt den Ball mit dem Snap in die eigene Endzone. Und der Ballträger wird dann in dieser Endzone zu Boden gebracht. Damit wird der Ball dead. Und da das Team, das diese Endzone verteidigt, dafür verantwortlich ist, dass der Ball in der eigenen Endzone ist, dazu gehört auch, wenn ein Spieler mit dem Ball in die eigene Endzone läuft, dann ist dieser Spieler bzw. sein Team dafür verantwortlich, dass der Ball in dieser Endzone ist. Damit ist das hier ein Safety. Auch in dieser Situation die Offense in einer Punt-Formation. Der Snap gibt dem Ball den Antrieb, dass dieser in der Endzone ist. Der rollt durch die Endzone ins Aus. Auch hier damit ein Safety. Nochmal 2 Beispiele insgesamt, wo der Snap über den Panther drüber geht, durch die Endzone ins Aus. Dazu möchte ich noch anmerken, wie in so einer Situation auch ein Safety zustande kommen könnte, wenn der Punt von einem Spieler des Receiving Teams geblockt wird und dann in die Endzone ins Aus geht, dann ist das auch ein Safety, dadurch, da die Offense durch den Kick dafür verantwortlich ist, dass der Ball trotz der Berührung des gegnerischen Teams in der eigenen Endzone ist. Damit wäre das dann auch ein Safety, genauso wenn zum Beispiel der Quarterback bei einem Option-Spielzug den Ball nach hinten wirft zu einem Mitspieler und während der Ball im Flug ist, schlägt ihn einen Spieler, wehrt ihn ab und dadurch rollt der Ball durch die Endzone der Offense ins Aus oder wird dann in der Endzone von einem Spieler der Offense gesichert, wäre dann auch hier ein Safety. Es folgen nun 2 Videobeispiele, in denen viele glauben, es würde sich hier um Safeties handeln. Es handelt sich in beiden Szenen um Touchbacks. Ich erkläre euch nun warum. Das Kicking-Team verleiht jetzt dem Ball den Antrieb durch den Kick. Der Ball fliegt in Richtung Endzone, wird zwar noch im Feld berührt, diese Berührung ändert jedoch nichts daran, dass Team A, also das Kicking-Team, verantwortlich ist, dass der Ball durch den eigenen Antrieb durch den Kick in der gegnerischen Endzone ist. Wenn also der Spieler vom Receiving Team den Ball einfach nur in der Endzone gesichert hätte, um dann aufs Knie zu gehen, dann wäre das ein Touchback gewesen und kein Safety. Daher das Kicking Team, also das heißt gegnerische Team, dafür verantwortlich ist, dass der Ball in dieser Endzone ist, also das Team, das diese Endzone angreift. Das gleiche hier bei einem Punt. Der Panther gibt jetzt mit dem Kick dem Ball den Antrieb. Auch hier wird der Ball wieder im Feld vom Returner berührt. Das ändert aber nichts an dem Antrieb und auch nichts an der Verantwortung dafür, dass das Kicking-Team den Ball in diese Endzone gebracht hat. Also das Team, das diese Endzone angreift. Damit ist das hier ein Touchback. Was anderes wäre es in dem Fall, sollte der Returner den Ball fangen, anstatt nur zu muffen und danach durch einen Fumble verlieren. Dann wäre der Fumble ein neuer Antrieb und dann wäre das in der Situation ein Safety. Da ihn aber nur berührt hat, ist der Antrieb immer noch durch den Kick und damit ist das ein Touchback und kein Safety. Es fehlt noch eine wichtige Ausnahme zum Safety, die Momentum Exception Rule, kurz MX, die besagt, dass es kein Safety ist, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. Ein Spieler nimmt einen gegnerischen Pass, Fumble oder Kick in Besitz. Das passiert zwischen der eigenen 5-Meter-Linie und der eigenen Goal-Line. Der Eigenschwung bringt den Spieler in seine eigene Endzone. Der Ball verbleibt dann hinter dieser Goal-Line und wird im Besitz seines Teams dead. Also entweder er geht zu Boden, wird zu Boden gebracht, geht ins Aus,
Das gilt auch, wenn der Ball im Besitz eines Mitspielers snapped wird. Danach bekommt dieses Team den Ball an der Stelle, an welcher der eigene Spieler den Ball in Besitz genommen hat. Dazu mal ein kurzes Videobeispiel. Ist ein etwas älteres Video von den Kollegen aus Hawaii. Der Quarterback wirft jetzt einen Pass und dieser wird von dem Verteidiger ungefähr an seiner eigenen 3-Yard-Linie abgefangen und der eigene Schwung bringt ihn zurück in die Endzone. Wenn jetzt also der Spieler an dieser Stelle getackelt wird oder zu Boden geht oder ins Aus geht, dann ist das kein Safety, sondern sein Team würde den Ball an der Stelle bekommen, wo er ihn abgefangen hat. Das gilt genauso, wenn der Spieler ihn jetzt fumblen würde und einer seiner Mitspieler sichert den Ball in der Endzone. Dann würde das Team auch den Ball an der Stelle bekommen, wo der Spieler diesen Ball abgefangen hat. Genauso würde die Momentum Exception Rule zählen, wenn der Spieler jetzt aus irgendeinem Grund fumbelt, der Ball rollt dann ins Feld und geht dann ins Aus, also ein Vorwärtsfumble ins Aus. Da geht der Ball zurück an den Punkt des Fumbles. Und dadurch zählt wieder die Momentum Exception Regel und sein Team bekommt den Ball an der Stelle, wo der Spieler den Pass abgefangen hat. Was anderes wäre es als noch ein Extrembeispiel drauf, wenn der Spieler fumbelt, der Ball rollt ins Feld zurück, mehrere Spieler versuchen den Ball zu sichern, eine Berührung ändert ja nichts an dem Antrieb, der Antrieb kommt jetzt durch den Fumble, das ist ein neuer Antrieb, der Ball rollt nach dem Muff zurück in die Endzone und wird dort im Besitz eines Spielers im Blau in diesem Beispiel dead oder rollt ins Aus, dann wäre das ein Safety. Zusammengefasst sollte mal bei einem Spielzug die Frage auftauchen, ob es ein Touchback oder Safety ist, dann geht es immer darum, wer brachte den Ball in die Endzone und ist dafür verantwortlich. Und das sagt einem dann auch, ob es ein Touchback oder Safety ist. Nun kennt ihr ziemlich genau den Unterschied zwischen Touchback und Safety. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Solltet ihr Fragen haben oder Themenwünsche für weitere Regelkunde-Folgen, dann könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.